Es ist genug. Mit diesen Worten hat Vizekanzler und ÖVP-Parteichef Reinhold Mitterlehner am Mittwochmittag das Handtuch geworfen. Ich bin kein Platzhalter, sagte Mitterlehner zur weiteren Begründung seines Abgangs. Er lege alle seine Funktionen in Partei und Regierung zurück und ziehe damit die Konsequenzen aus den Entwicklungen der vergangenen Monate und vor allem Tage. Als logischer Nachfolger gilt Außen- und Integrationsminister Sebastian Kurz, der allerdings zuletzt erklärt hatte, die Partei zum derzeitigen Zeitpunkt nicht übernehmen zu wollen. Bundeskanzler Kern äußerte sich kurz nach dem Rücktritt zurückhaltend. Neuwahlen wurden nicht erwähnt. Kern bot Außenminister Sebastian Kurz, der im Gespräch steht, die Nachfolge von Reinhold Mitterlehner an der Spitze der ÖVP anzutreten, eine Reformpartnerschaft an. Die ÖVP wird versuchen, am Wochenende in einer Sonderkonferenz die Weichen neu zu stellen.